Hallo Leute, warm hier bei mir im Büro, jetzt schon knapp, ja, unter 30 Grad. Es ist Sommer. Wir merken es wird heiß und hitzig und genau so ist es momentan auch an den Märkten, wenn wir uns anschauen, was die Indizes gestern auch gemacht haben und vorgestern schön nach oben durchgezogen. Heute allerdings wichtige Nachrichtentage, da bleibt es spannend, ob die Bullen hier einfach weiter durchziehen oder ob wir möglicherweise Rücksetzer sehen. Warum? Das sehen wir gleich auch in den Nachrichten. Zuvor natürlich wie immer der Risikohinweis bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und ich mache noch mal kurz eine Seite zurück hier im Hintergrund. Sehen wir es. Silber ist im Schatten von Gold auch gut gestiegen, hat ganz leicht eine Trendfortsetzung angelupft. Und hier stellt sich jetzt wirklich die Frage. Ziehen die Bullen hier durch, ziehen sie blank und schieben das Ganze aufs Jahreshoch oder also auf 18,70 Dollar in dem Moment oder aber, ja, sehen wir eine tiefere Korrektur. Das gleich im Chart ganz live. Zuvor ein Blick in die Nachrichten. Wir sehen es. Heute hier spielt so ein bisschen im Vormittag das Thema Arbeitslosenquote in der EU eine Rolle. 7,7% werden hier erwartet. Wir haben es ja gestern in Deutschland gesehen. Die Arbeitslosenquote steigt langsam an. Wir sind spürbar über 6% gestiegen. Das Ganze durch die Corona-Krise. Und in Bezug auf Thema Corona-Krise hat die Fed übrigens gestern auch davor gewarnt, dass man möglicherweise eine neue Finanzkrise sehen kann, einfach aufgrund der Liquiditätsprobleme vieler Unternehmer. Das wird eine richtig spannende Maßnahme. Der Markt hofft vielleicht auf massive Hilfen der Fed. Die Fed macht ja auch schon einiges, kauft ja mittlerweile auch Anleihen direkt von Unternehmen, um die Liquidität auch sicherzustellen. Also es bleibt hier sehr, sehr interessant mit dem Fokus auf das, was hier in Zukunft auch geschehen wird. Heute, wie schon gesagt, bekommen wir extrem wichtige Daten um 14:30 Uhr. Das Thema Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und als zweites die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, das heißt die Non-Farm Payrolls. Das ist das, ja, worauf der Markt heute sehr, sehr stark schaut. Ich gucke nochmal auf die Zahlen von gestern. Wir haben ja gestern auch Arbeitsdaten bekommen, Arbeitsmarktdaten aus den USA. Rohöllagerstände sind übrigens ganz, ganz leicht zurückgekommen. Wir hatten ja gestern Öl bei den ADP-Beschäftigungsänderungen. Da ist man eigentlich davon ausgegangen, ein Zuwachs von 3 Millionen. Aber es waren nur 2,369, also unter den Erwartungen. Also es bleibt sehr, sehr interessant, was wir heute hier entsprechend erfahren werden. Also das Thema wird uns heute Nachmittag vor Markteröffnung noch, sage ich mal, überkommen und dann werden wir sehen, was die Märkte entsprechend daraus machen. Weiter geht es noch mit der Arbeitslosenquote aus den USA. 14:30 Uhr gibt es dann auch noch die Handelsbilanz der USA für den Monat Mai. Also ein paar wichtige Daten, in Anführungsstrichen. Also die sind nicht nur ein klein wenig wichtig, sondern richtig ordentlich wichtig heute Nachmittag aus den USA. Und bis dahin, ja, wir werden sehen, ob es gebanntes Verhalten an den Märkten gibt, die Märkte einfach abwarten oder ob wir vorher schon gewisse Voraussetzungstrades an den Markt sehen. Das bleibt ein bisschen offen, aber nichtsdestotrotz, solange wie Bewegung kommt, ist das ja ganz wichtig. Apropos Bewegung. Ich habe von einem meiner Trader-Kollegen aus dem privaten Bereich, den ich ein Coaching betreut habe, die Frage bekommen: Sag mal, du hast ja vor kurzem gesprochen über das Thema Seitwärtsphase in den Währungsmärkten. Die Seitwärtsphasen halten mittlerweile sehr, sehr lange an. Was kann man denn da tun? Wo kann man sinnvolle Trades auch suchen? Das Trading im FX-Bereich. Für die kurzfristigen Trader ist das momentan nicht unbedingt so das große Problem. Für die Swing-Trader, da muss man sich schon ein bisschen umstellen, weil Handelssignale sehen wir schon gut an den Märkten, aber die laufen häufig nicht so gut an. Und ich werde morgen mal in dem edukativen Part so ein bisschen darüber schauen, auf was man gucken kann, an welchen Stellen man sozusagen sich auf die Lauer legen kann, um den ein oder anderen Trade zu finden. Das Ganze morgen im edukativen Bereich. Aber wie schon gesagt, die Seitwärts-Ranges halten hier weiter an. Also diese Phase, dieses Innehalten nach extrem starken Bewegungen ist weiterhin am Markt vorhanden. Wir gehen da morgen nochmal drauf an. Die Frage möchte ich ganz gerne auch nochmal beleuchten, weil ich denke, das wird den ein oder anderen privaten Trader, der nebenberuflich handelt und nicht die Chance hat, regelmäßig den 5-Minuten-Chart zu traden, doch auch interessieren.
wie man Chancen finden kann und das Ganze entsprechend umsetzen kann. Irgendwann wird diese Seitwärtsphase vorbeigehen, dann werden die Trendtrades wieder ordentlich Performance machen, aber solange wie wir halt drin hängen in diesen Phasen, ja, hängt man drinnen und man weiß nie, wann sie zu Ende gehen. Handelssignale kommen aber natürlich trotzdem von der Seite her. Ich gehe da morgen mal ein bisschen drauf ein, wie man das Ganze aus der reinen Trade-Suche heraus auch begleiten kann. Das machen wir morgen. Heute schauen wir auf Silber, Australdollar, Kandollar, britischer Pfund, japanischer Yen und natürlich auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Das heißt, an dieser Stelle schaue ich auch noch mal kurz in die Chats rein. Einen lieben guten Morgen, danke für die Grüße, ich freue mich sehr. Wer einen Wunschmarkt hat, bitte rein in die Chats auf GoToWebinar oder auch auf Facebook und dann können wir hier direkt auch auf die ein oder andere Wunschfrage eingehen. Wir machen jetzt den Blick in die Charts. Hier haben wir es offen, hier in der kleinen Ecke versteckt sich noch so ein kleiner verrückter Trade, den ich gestern eingegangen bin, hier im US-Dollar, mexikanischen Peso auf der Unterseite. Der läuft ganz gut an. Das erste Ziel ist erreicht hier unten um die 26,64. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Das ist der Stundenchart. Vielleicht gehe ich da morgen mal drauf ein, als quasi Trading-Beispiel dazu. Auch da habe ich ja mein Handelssignal auch bekommen. Da werden wir sehen, was wird. Auf alle Fälle schauen wir jetzt einmal auf das, was interessiert. Wir starten mal durch mit Silber. Beziehungsweise an dieser Stelle der Goldchart mal ganz kurz vorneweg, weil ich habe gesagt, läuft Gold oder läuft Silber möglicherweise dem Goldpreis hinterher? Das ist eine sehr interessante Frage und das ist das, was man ja auch immer mal wieder sieht, ne? Wenn man mal das sieht. Der Goldpreis trendet schön nach oben, auch wenn das Verhalten im Goldpreis, und das muss man sich auch so ein bisschen immer auch mal merken, wie das so ist. Gold schreibt immer neue Hochs, ne? Das sehen wir ja hier, wartet mal, ich mache es mal ganz kurz kleiner zusammen. Hier an dieser Stelle neues Hoch geschrieben und kurz danach Abverkauf. Hier wieder raufgearbeitet, neues Hoch geschrieben, kurz danach Abverkauf. So, jetzt haben wir wieder ein neues Hoch geschrieben. Was ist passiert? Erst einmal wieder ein kleiner Abverkauf. Also das ist so die Systematik, wie wir sie momentan so ein kleines bisschen im Preis vom Öl, im Preis von Gold sehen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal mit Silber an. Ne? Silber heißt hier an dieser Stelle Kürzel XAU USD. Nein, Moment, das ist Gold, das ist Aurum XAG. So rum, das braucht man. Das ist der Silberchart. So, Leute, und jetzt schaut euch mal an, was wir hier sehen. Ich gehe nochmal ganz kurz auch auf den Tageschart vom Silber. Silber hinkt natürlich dem Goldpreis ein bisschen hinterher. Das ist nicht 1:1, weil Silber ist auch wirklich nicht Gold. Das kann man nicht 1:1 setzen. Aber die Richtung, die nimmt Silber natürlich immer ein bisschen mit an vom Gold. Das heißt, wir haben auch hier verortet schön einen Aufwärtstrend. Wir sehen es ja am Laufen. Wir stehen hier momentan auf Jahreshoch mit Kurs. Ich hatte es vorhin gesagt, 1870 bis 1895 hier oben rein. Das ist das Hoch, was wir hier drüben gehabt haben. Hier an dieser Stelle das hier. Das war das Hoch vom Jahr 2020 und zwar haben wir das geschrieben am 24.02. Das ist das Jahreshoch, das aktuelle und auf dem Weg dorthin sind wir momentan. Heißt also an dieser Stelle, hier oben wird es jetzt wichtig, was passiert und das gucken wir uns jetzt nicht im Tageschart an, sondern das schauen wir uns mal im 4-Stunden-Chart an, beziehungsweise im Stundenchart. Ich gehe gleich mal runter in den Stundenchart, da sehen wir es ein bisschen intensiver, was hier passiert. Passt auf, folgendermaßen. Ich zoome es mal eben zusammen. Was wir hier gesehen haben ist, hier unten drunter das Kleine ist schön trendig nach oben gelaufen. Das sehen wir ganz klar. Und hier das Verhalten ähnlich wie im Gold. Wir haben hier ein neues Zwischenhoch gemacht. Schon kommt erstmal der Abverkauf. Und dieser Abverkauf, der läuft momentan im Kleinen auch trendig, ne? Oder zumindest noch ist es kein Trend. Hier ist es erstmal ein ziemlicher Rutsch nach unten. Hier also durch. Klar, hier gab es einen kleinen Zacker, aber das ist halt einfach Innenstab, ein zweiter Innenstab, also ein zweiter langer Stab nach dem ersten langen Stab und jetzt geht es hoch. Jetzt wird es interessant, was hier im Silber passiert, weil dieser Bereich, dieser Drehbereich, den wir hier haben, um die Marke von knapp $17,85, dieser hier, dieser Bereich, das ist ein interessanter Bereich, weil er ist hier drüben Drehpunkt gewesen. Ja, hier hat der Markt eine ganze Weile verharrt, bis er dann wirklich Kaufkraft gefunden hat und schön nach oben durchgelaufen ist und hier dieses alte Zwischenhoch hier drüben rausgenommen hat, also diesen Bereich hier knapp um die Marke von $18. Dann ist er hochgestrebt auf 18, knapp 41, 42, 45, hier oben haben wir es. Also da oben, jetzt haben wir den Verkauf und jetzt kommt es drauf an, Stärke oder korrektive Schwäche. Stärke würde bedeuten, wir prallen direkt von hier ab, machen optimalerweise sogar ein höheres Tief und schieben uns nach oben. Das wäre das bullische Zeichen. Also hier, wenn wir aus aktueller Sicht hier oben drüber gehen, Moment, also über diese Phase hier, über diesen Punkt oben drüber,
Das wäre mal sehr, sehr interessant und das wäre schön zu sehen, weil das wäre ein Stärkezeichen. Und dieses Stärkezeichen wäre dann der Initialzünder, dass die Stunde sozusagen wieder aufwärts läuft und wir hier in Richtung 1845 beziehungsweise dann weiter hier in Richtung Jahreshoch bei knapp 19 Dollar ohne weiteres mit reinlaufen kann. Das Ganze hier, wenn wir das mal etwas weiter zusammenraffen hier an dieser Stelle, dann sehen wir auch, Moment, da muss ich mal in eine andere Zeiteinheit gehen, dass wir noch ein bisschen was sehen. Hier oben, die 1840 sind wichtig und dann können wir uns hier oben orientieren zu 1895. Ich sehe da gerade auch einen Schreibfehler, da habe ich mich vertippt in der Überschrift hier im Stream. Das ändere ich nachher mal noch ab. 1870 ist natürlich Quatsch, da haben wir hier überhaupt nichts drinnen liegen. Der Anlaufpunkt oben sind tatsächlich 1895, also knapp 19 Dollar und das ist die wichtige Marke, die wir auf der Oberseite haben. Das oben rein. So, das sehen wir oben. Wenn wir Stärke reinbekommen, verkauft der Markt allerdings dieses Level hier entsprechend ab, müssen wir uns so ein bisschen auf der Unterseite orientieren. Auf der Unterseite orientieren heißt, was sind wichtige Bereiche, wo wir sehen, da hat der Markt schon mal ganz ordentlich, sage ich mal, den Bereich auch angenommen. Das wäre zum einen hier, wenn wir das größere Bild mal anschauen, dieser Drehbereich um die 17,55, dann hier unten dieses Level um die 17,35 und dann können wir noch ein Stückchen tiefer rutschen. Das ist die 16,95. Das ist das Trendtief auf Tagesbasis. Das sind wichtige Marker, die wir jetzt hier in der korrektiven Phase nach unten sehen. Also sollte sich das Ganze nach unten etwas ausdehnen, haben wir das Ganze hier liegen mit Blick in den Stundenchart, ne? Also der erste wichtige große Bereich ist hier die Marke von 17,55. Diejenigen, die das Ganze etwas enger traden wollen, die setzen sich auf, ich zeichne das mal ganz kurz ein hier mit dem Lower Time Frame, die setzen sich auf das, was hier gekommen ist. Schaut mal hier, das ist so der Schwungbereich. Diese Dinge hier, die wir hier drinnen sehen haben, da kann man auch nach Marken suchen, wo möglicherweise Anlaufpunkte sind. Und da sehen wir hier an einer Stelle noch ein kleines Zwischentief hier unten um die Marke von 17,68. Das wäre es momentan möglicherweise auch für die Unterseite, beziehungsweise hier, wenn man mal den Start von hier unten annimmt und den Schub nach oben sehen möchte und wir dann mal in den 5-Minuten-Chart reinschauen, das wird jetzt hier sehr klein, aber man kann das trotzdem, glaube ich, erkennen. Wir haben hier, als dieser leichte Schwung nach oben reinging, nach oben sich schön getrennt hat, noch einen kleineren unteren Anlaufbereich und das wäre diese Marke hier. Aber wie schon gesagt, das ist wirklich sehr, sehr klein. Das ist sehr, sehr eng. Das könnten Rückschnapper sein, die da drauf geht. Aber als kurzfristige Zielplanung sind diese Level durchaus auch möglich, wenn man etwas sucht, was vor dem Support im Stundenbereich bei 17,55 liegt. Das ist das, was wir mit Blick in die kleineren Zeiteinheiten vom Silber sehen. Und damit wechsle ich mal rüber in die, ja, Charts von den Währungen. Wie ich schon gesagt, Wunschmärkte gerne auch rein in die Chats. Ich sage das ja an dieser Stelle nochmal, weil ich weiß, dass sich immer mal Leute auch zuschalten während dem Livestream hier. Das heißt, wer einen Wunschmarkt hat, gerne rein. Wir sprechen jetzt über Australdollar, Kandollar und britisches Pfund, japanisches Yen. Erst einmal der Blick hier in das Währungspaar Australdollar, kanadischer Dollar. Ich habe das mit Absicht jetzt mal im Tageschart erstmal aufgemacht, damit wir sehen, wo wir hier momentan auch stehen. Ja, jetzt ist das Ganze hier noch ein bisschen eng. Ich schalte mal ganz kurz um in den Wochenchart, damit wir es ein bisschen besser erkennen können, was auf der Oberseite auf uns wartet. Wenn wir uns den Wochenchart mal näher anschauen, dann sehen wir ganz klar, dieser Markt ist definitiv abwärts gerichtet. Ne? Das heißt, wir sehen hier eine Aneinanderreihung von fallenden Hochkursen und eine Aneinanderreihung von fallenden Tiefkursen, ganz klar. Aber wir sind jetzt hier über das große Bild hinweg über einen extrem wichtigen Marker drüber gelaufen. Heißt also an dieser Stelle, hier oben diese Marke von 0,9145, das war ein wichtiger Bereich. Das heißt, da sind wir hier, schaut euch mal den Monat an, diese Monatsbewegung hier nach unten, dieser extreme Spike auf das Tief hier bei 0,8066, da sind wir drüber gelaufen. Hier an dieser Stelle schön nach oben durchgezogen. Das zeigt uns, dass jetzt hier dieser Abwärtsdynamik auch Wochenbasis erstmal rausgenommen wurde. Und wir verharren auch in einem sehr, sehr interessanten Bereich, hier diesen Zwischenhoch um die knapp Marke von 0,94. Das haben wir hier, wenn wir das Ganze nach unten swingen mal sehen, hier hat man einen kleinen Zwischenhalt. Das nimmt der Markt jetzt raus und damit können wir uns auf der Oberseite orientieren. Das heißt, wir haben jetzt hier mit Blick in den Wochenchart hier das Wochenhoch liegen von vor 4 Wochen. Das liegt bei 94, also 0,94,4.
Und dann haben wir schon die Marke von 0,958 obendrauf. Und das ist das Potenzial, was wir jetzt durchaus haben an dieser Stelle. Und damit gehen wir jetzt mal in den Tageschart rüber und schauen uns mal an, was hier passiert. Schaut euch das mal an. Hier oben haben wir so eine leichte Kontraktion in diesem Bereich hier. Und wenn wir jetzt tatsächlich den nachhaltigen Ausbruch zur Oberseite sehen, könnten wir durchaus hier das obere Level, also die 0,958, in Angriff nehmen. Das heißt, das wäre der Ausbruch aus dieser Seitwärtsrange aufs Trendhoch. Und wenn der Markt genau das spielt, dann ist das Potenzial nach oben mit Sicherheit gegeben. Schauen wir uns das Ganze noch mal kurz im Stundenchart an. Da sehen wir es ein bisschen näher. Ich muss den nur mal richtig zusammenraffen hier. Kurzen Augenblick. So, na komm schon hier heran. Mach dich mal groß. So, jetzt. Gut, also, was wir hier sehen, ich mache mal kurz den Zeitrahmen raus. Wir sehen es hier oben, die Kontraktion. Das war die erste Kontraktion, das ist die zweite Kontraktion. Und jetzt wird es halt wirklich wichtig. Wir müssen hier oben drüber, ja, wir haben ja hier zwei Level. Wir haben einmal den Deckel hier oben drauf, ungefähr ganz grob am Zwischenhoch hier um die 94,2 und dann das Trendhoch bei 94,4. Das sind die Marker. Und wenn wir da drüber wegfliegen, wie schon gesagt, das ist immer noch der Weg, den wir nach oben haben. Und das Ganze nach oben sollten wir beachten, wenn die Kaufstärke reinkommt. Und dann können wir uns schön zur Oberseite orientieren. Kommt es allerdings dazu, dass der Markt nicht die Kraft findet, oben rauszugehen und wir hier einen Fehlausbruch sehen, dann sehen wir natürlich einen relativ nahen Anlaufpunkt. Und diesen nahen Anlaufpunkt sollten wir uns von der Unterseite anschauen. Also diese Oberrange, diese Oberseite der Range hier bei 0,393 bzw. 0,93,45 in diesem Bereich. Also dieser Drehbereich, den wir hier haben, der ist wichtig für die Unterseite. Fällt der Markt da unten durch, wäre das das Gegensignal, das wäre der Abprall sozusagen aus diesem Widerstand und dann müssen wir uns erstmal so ein bisschen auf der Unterseite orientieren. Das heißt, in diesem Sinne sozusagen hier die Unterseite mit annehmen und was wir dann entsprechend sehen können, wäre hier unten dieser Schwungbereich um die 0,9255 beziehungsweise hier das Drehlevel um die 9, um die 0,9145. Das ist das, was wir nach unten laufen sehen und wo wir die Anlaufpunkte haben im australischen Dollar, kanadischer Dollar. Ich gucke gerade mal eben hier mit einem Auge, schiele ich so ein bisschen auf den Chatverlauf im GoToWebinar. Da sehe ich, hier ist immer noch der Silberblick. Wir haben bei den Streamings immer ein bisschen Delay. Also ich hoffe, dass der Bildschirm relativ gut übertragen wird in GoToWebinar und wir hier dann mittlerweile jetzt nicht mehr den Silberblick haben, sondern die Währungspaare jetzt auch auf der Uhr haben. Juh, das machen wir. Als nächstes schauen wir auf britischen Pfund, japanischen Yen. Den hatten wir gestern schon mal, glaube ich, ganz kurz drinnen. Heißt an dieser Stelle, Wunschmarkt kommt noch US-Dollar, japanischer Yen. Und ich sehe gerade, läuft mittlerweile alles. Ganz lieben Dank für die Rückmeldung. Freue ich mich, da weiß ich, dass das alles ordentlich ankommt. Übrigens bei den Internet-Streams an sich, es gibt halt auch immer mal latente Herausforderungen, auch beim Empfang dieser Daten. Das heißt, selbst wenn bei mir alles sauber rausgehen sollte, muss es nicht immer irgendwo sauber auch ankommen. Ach, das Internet ist halt, wie es ist. Es ist manchmal ein bisschen eigenwillig. Eigenwillig. Ja, das können wir einfach nicht ändern. Britisches Pfund, japanischer Yen steht jetzt auf der Uhr. Ich mache den Chart gleich mal auf hier. Da unten haben wir mit Blick hier zuerst in den 4-Stunden-Chart. Und sehr, sehr interessant, was hier passiert. Wir kommen unten raus. Wir haben eine schöne Umkehrformation hier unten, die sich gerade bestätigt. Das heißt, wir sehen es auch unten. Das Zwischentief hier unten bei 132 japanischen Yen wurde genutzt, um den Markt nach oben zu schieben. Jetzt sind wir hier in der Situation, dass wir einen Gegentrend haben, ne? Der Abwärtstrend, der hier ist, der wird erst gebrochen, wenn wir hier oben drüber laufen. Also über die 136, 35. Aber jetzt haben wir hier einen Gegentrend und dieser Gegentrend hat durchaus Potenzial, nach oben reinzulaufen. Mal locker hier Richtung 136, 35. Zwischenpunkte haben wir da hier als nächsten Anlaufpunkt die Marke von 135, 15. Dieses kleine Level, wo wir hier gerade den Anlaufpunkt haben, also diese Marke hier, das ist der Bewegungstrend, der Abwärtsbewegungstrend nach unten hin. Der wird gerade getestet. Und wie schon gesagt, wenn der wegfliegt, ist der nächste Zwischenstation mal die 135,15. Blicken wir uns das Ganze mal kurz im Tageschart entsprechend auch an. Da sehen wir hier auch britisches Pfund, japanisches Yen.
So richtig will der Markt sich nicht entscheiden für eine Richtung. Das heißt, es ist ein Hickhack hin und her. Wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, wir haben einen riesengroßen Schwankungsbereich in diesem Thema hier oben, diesen Verkaufsbereich bei knapp 148 auf der einen Seite und dann hier unten dieses Level, was immer angelupft wird, 129 bis 125. Also hier auch ein Schwungbereich, wo der Märkte oder wo die Märkte nicht richtig stabile Richtungen finden. Das ist das Thema, was ich morgen auch noch mal ein bisschen beleuchten werde. Aber für den einen oder anderen kurzfristigen Trader kann das natürlich interessant sein. Dieses Hin- und Hergezacke sehen wir hier auch in den Trendzeichnungen. Das Blaue ist immer dann, wenn wir einen alten Trend rausgenommen haben, aber noch keinen neuen Trend gegründet haben. Heißt also hier auf Tagesbasis ist das Teil weiterhin trendlos unterwegs. Aber wir haben in den kleineren Zeiteinheiten jetzt natürlich die Long-Situation da. Wir sehen es hier. Fortlauf des Ganzen ohne weiteres, wie schon gesagt, nach oben hin. Wenn wir jetzt allerdings in die Situation kommen, dass wir etwas korrektive Phase sehen, dann, jetzt zoome ich mal näher ran an diesen Chart, sehen wir es hier. Der Markt oder das Trendtool hier, das MTO ein Live-Signal, zeichnet uns ja auch sehr, sehr schön die untergeordneten Trendverläufe ein. Und wir sehen es hier. Die 4 Stunden sind in der Bewegung, im Bewegungsarm nach oben. Das hier ist der Bewegungstrend und wir sehen halt den Bewegungstrend auch in seiner Ausformung. Und wenn wir uns hier mal das untergeordnete Trend Level anschauen wollen, schaut euch das mal an. Hier unten die Marke von ungefähr 133,8, das ist das Zwischentief. Das wäre jetzt auch mal das, wenn wir etwas korrektive Phase sehen sollten, ne? Wir haben es ja gesehen hier oben, dieses Zwischenhoch hier um die 100. 34, 35 ist rausgenommen worden. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im 15-Minuten-Chart anschauen, dann sehen wir es hier. Der letzte Hochlauf ist schön im Gange. Hier unten ist das Zwischentief. Das ist das, was wir gerade im 4-Stunden-Chart gesehen haben. Und wenn wir sehen, der Markt kippt hier oben um, das wäre dann das Indiz dafür, dass wir erst einmal eine Korrektur sehen. Hier unten rein in Richtung 100, naja, knapp 8, 100, knapp 34, was wir hier haben. Ich lege es mal kurz hier oben dran. Was haben wir da? 133, 78, so. In etwa. Das wäre mal der erste kleiner Anlaufpunkt, den wir hier haben im Sinne einer korrektiven Phase. Wenn wir tiefer korrigieren in die Bewegung rein, jetzt gehe ich nochmal in den 4-Stunden-Chart zurück, dann haben wir natürlich auch noch andere Anlauflevel, dann können wir schön planen und dann können wir schauen, was hier ist. Also das heißt, wenn wir uns mal auf diesen, sage ich mal, Bewegungsschub nach oben hin konzentrieren wollen, dann sehen wir hier mit Blick in den 4-Stunden-Chart korrektiver Anlauflevel, sollte der Bewegungstrend gebrochen werden, das nächste hier bei 132,95 oder hier den Umdrehlevel bei 100 32,65 hier in Richtung zum Tief und hier ist ein schöner Sammelbereich um die 132 japanischen Yen. Das ist das, was uns hier der Chart im kleineren Bereich vom britischen Pfund japanischen Yen anzeigt und wir das Ganze hier sehen. Also es bleibt sehr, sehr interessant, ob dieses Level hier oben um die 134 ein Verkaufslevel wird, das heißt hier nur kurz drüber gelupft ist, sind und wir dann wieder deutlich drunter laufen oder ob aus diesem Bereich tatsächlich ein Unterstützungslevel wird, das uns dann nach oben bringt. Noch ist die Entscheidung nicht getroffen. Aktuell notieren wir drüber und jetzt wird es spannend, wie es hier weitergeht. Und damit blicken wir in den US-Dollar japanischen Yen. So, zack, da drauf. US-Dollar japanische Yen, den haben wir hier. Und das Ganze auch mal mit Blick in den Tageschart. Ich mache mal kurz die runden Marken raus. Da sieht der Chart ein bisschen sauberer aus. Im japanischen Yen, was sehen wir hier im Tageschart? Oh, wen wundert es? Weiterhin eine Seitwärtsphase. Wo sind wir momentan verortet? Wir sehen es hier im Chart ganz klar und ganz einfach. Wir sind momentan im Median dieser Range. Ich hatte in einer unserer Besprechungen diese Range auch schon mal angekündigt. Wir sehen sie ja hier auch noch drinnen. Oben bei 109,65 begrenzt. Unten ganz grob um die Marke bei 106 japanischen Yen. Jetzt sind wir irgendwo im Median. Wir sehen es unten. Der Boden hat gehalten, das Ganze nach oben zu schrauben. Jetzt sind wir im Median. Frage ist hier, da steht jetzt eine Umkehrkerze. Wird diese Umkehrkerze bestätigt mit Kursen unter diesem Zwischentief? Was haben wir an planbaren Anlaufpunkten? Planbare Anlaufpunkte an dieser Stelle ist mal hier erst einmal das kleine Zwischentief hier unten um die Marke von 106,8 beziehungsweise dann logischerweise natürlich wieder hier die Unterseite der Range. Kommen wir allerdings aus diesem kleinen Abwärtstrend aus der Korrektur schön nach oben raus, dann wird es interessant, was hier am Hoch passiert, weil das Hoch hat natürlich die Chance, den Abprall von unten zur Oberseite hinzubringen. Das sehen wir ja, das passiert immer wieder, ne? Wir kommen von oben nach unten und laufen von unten nach oben. Diese Chance haben wir jetzt auch wieder, von unten nach oben zu laufen. Kommt es hier zur Trendfortsetzung, ne? Wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier im Stundenchart auch anschauen wollen,
kommt es zur Fortsetzung dieses Aufwärtstrends hier an dieser Stelle. Das wäre dann natürlich genau der Anlaufpunkt, den wir brauchen hier. Kurse über 108,15. Das ist dann der Marker, dass wir weiter nach oben streben wollen in Richtung Range oben. Und hier sehen wir sehr, sehr schön und sauber auch eingezeichnet, dass der Aufwärtstrend, der hat diesen Abwärtstrend hier rausgenommen. Der ist mittlerweile richtungsführend innerhalb der Range. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig zu sehen, wo wir hier hingehen. Und diese Marke, die wir hier haben, wartet mal ganz kurz, hier dieses Level, dieses hier, dieses Trendentstehungslevel, das ist momentan die Testphase. Und hier werden wir sehen, die entscheidende Phase. Häufig drehen Trends ja in diesen Kaufleveln, in diesen Entstehungsleveln um. Und wenn das tatsächlich passiert, dann haben wir eine gute Chance, hier die Oberseite wieder anzulaufen. Wie schon gesagt, nach unten hin sind wir unterstützt am Level. Hier am Trendtief erstmal bei 106,8. Oder 6,80 in diesem Bereich. Und hier haben wir noch ein Zwischenlow um die 107,05. Das Ganze auf der Chart-Unterseite mit Blick in den japanischen Yen. Also das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Das dazu. So, dann haben wir das da. Fragen sehe ich keine weiteren an dieser Stelle. Ja, dann würde ich sagen, kurz vor 9. Wir schauen, was der Markt hier an dieser Stelle heute macht. Nochmal kurz der Blick ins Öl weiter. Wir haben ja gestern das Long-Signal besprochen. Hier tut uns der Markt auch den Gefallen. Wir laufen weiter Stück für Stück nach oben. Also wenn wir uns das Ganze mal im Stundenchart anschauen, die Aufwärtsdynamik hält weiter an, ist zwar schwankungsintensiv, aber wir sehen auch, dass die Kursmarken, die wir hier identifiziert haben, halten. Also hier diese Marke von knapp unter 41 hier, die hält. Das ist ein gutes Support-Level und jetzt schiebt es den Markt nach oben. Interessant wird es zu sehen, wir haben hier oben die 42,66 liegen. Und wenn der Markt das Level rausnimmt aus der Stunde, dann gehen wir hier in Richtung Trendfortsetzung und Richtung Gap Close. Also die Chancen haben wir hier tatsächlich auch auf der Uhr. Und der Blick mal ganz kurz in den DAX. Der DAX ist heute Morgen sehr, sehr positiv unterwegs. Wir haben es auch gestern gesehen. Gestern hatten wir einen volatilen Tag. Wir haben es gesehen, erstmal unten drunter. Das sind erstmal die Level, die wir besprochen hatten, auf der Unterseite abgearbeitet wurden. Jetzt geht es weiter nach oben. Aber auch hier im DAX haben wir eine Seitwärtsrange, aber eine intensive Analyse vom DAX. Die machen wir morgen. Im Kleinen sieht es allerdings so aus, als wenn der Markt tatsächlich nach oben möchte. Wir sehen hier aus der Unterseite, aus dem Boden, kommen wir mit leicht steigenden Kursen hoch. Das heißt, wir sehen es hier in diesem Markt auch hier. Seit gestern ziehen wir schräg nach oben an. Wir laufen jetzt über das Tageshoch von gestern drüber. Und wir wissen ja, wenn das Tageshoch vom Vortag gekauft und nicht abverkauft wird, haben wir gute Chancen, weiter nach oben zu laufen. Und die Marke, die wir hier jetzt auf der Oberseite sehen, die nächsten Anlaufpunkte, die hätten wir dann mal da. Erst einmal hier dieser Abverkaufsbereich hier, also dieser letzte Verkaufsbereich, der ist relativ nah um die 12.414 bis 12.410 Punkte. Und dann haben wir hier oben diesen Drehbereich um die 12.518 auf der Oberseite. Also es wird nicht langweilig, definitiv nicht. Und von der Seite her drücke ich allen die Daumen, toi toi toi, auf einen schönen Handelstag. Vielen Dank für das Zuschauen und ich sage Tschüss, bis morgen. Ich freue mich drauf. Bye, bye.